Die heißgeliebten Smartphones brauchen etwas, was wir ja nicht überall herbekommen, und zwar Energie. Akku-Packs wird sich herumschleppen, ist ein bisschen brachial manchmal mit großen und klobigen Dingern. Hier gibt es eine elegante Lösung, und zwar steckt hier drin Salz und Wasser. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Hi, hier ist der Schuh von Curved und ich befinde mich an dem Stand von MyFC, an dem Gemeinschaftsstand von Schweden. Die werden ja anscheinend ein bisschen von dem schwedischen Staat subventioniert und die haben was Interessantes für all die ganzen Smartphone- und Tablet-Nutzer. Wenn euch mal der Saft ausgehen sollte, war bis jetzt immer die Lösung, man hat einen Akkupack dabei, den man zu Hause immer aufladen musste. Und wenn man das vergessen hat, dann hat man Pech gehabt. Es gibt aber eine elegantere Lösung. Eins ist schon am Markt, das ist dieses kleine Gerätchen hier. Das ist eigentlich mehr oder weniger so eine kleine Brennstoffzelle, die man dabei hat, inklusive einem Akku da drin. Da ist so eine Kombination aus beiden Welten. Wenn man das nämlich aufmacht, kann man hier Wasser einfüllen und das ist eine Cartridge, wo eben halt Salz vorgefertigt in dieser Patrone daherkommt und hier drin befindet sich der Akku. Über das hier wird dann Strom erzeugt und der Akku damit aufgeladen, falls der interne Akku dann aufgebraucht ist. Es ist natürlich ein bisschen klobig, das ist schon käuflich erwerblich. Seit Weihnachten kann man das bei dem im Online-Shop mit kaufen. Aber im Vergleich zu dem neuen Produkt, was Weihnachten dann eben heute kommen wird diesen Jahres, ist es, ja, sage ich mal, eine Generation 1 oder aus der Steinzeit eher gesagt. Das hier gehört nämlich zur Zukunft. Das ist das Jack-Modul. Daran wird Energie, sag ich mal, generiert, Strom generiert. Und diese kleine Sache ist dann die Patrone. Gibt es auch noch in wunderschönen anderen Farben, nicht nur orange. Wenn man das hier reinstellt, steckt, ist nämlich dann, geht unten ein kleines Lämpchen an. Das ist ein Prototyp, man kann da jetzt kein Smartphone ranhängen. Das ist einfach nur, um die Optik zu demonstrieren, wie das eben halt in Zukunft aussieht. Die Magie steckt eigentlich in dieser Karte da drin und in, diesem kleinen anderen Bauteil. Hier drin ist nämlich nur Salz und Wasser drin und man kann zwar nicht selber wieder auffüllen, aber man hat eben halt eine Kreditkartengröße und steckt das einfach hier rein und er hat seine kleine eigene Energiezelle, Brennstoffzelle mit dabei und muss sich nicht darum kümmern, dass man vorher aufladen. Man muss sich nur darum kümmern, dass man immer so eine Karte dabei hat. Die Kapazität dieser eine Karte, oder besser gesagt, der Inhalt dieser Karte kann bis zu 2400 mAh eben halt produzieren. Ihr könnt also damit locker, ja, sage ich mal, ein iPhone damit aufladen oder auch ein Samsung Galaxy S6 und so weiter und so fort. Ihr habt da also dabei. Was das Ganze kostet, ist natürlich viel interessanter. Man plant jetzt, man weiß noch nicht die finalen Preise, man plant damit, dass so eine Cartridge in einem 9er-Pack so um die 10 Euro kosten würde. Das ist schon mal sehr attraktiv. Ihr habt dann insgesamt, eine Cartridge hat 2400 mAh, wenn man 9 davon hat, dann kommt man dann so um die 20.000 herum heraus. Das sind immerhin 10 dazu, 9 Ladungen an euren iPhones. Ne? Und wenn man die zusammenstapelt, hat man garantiert auch nur, ich schätze mal, eine Zigarettenpackung an Akkus dann dabei. Und das kleine Ding hier, beratet mal, wie viel das kosten würde. Ich habe zuerst geraten, 150 Euro. Nee, man plant damit so um die unterhalb der 100-Dollar-Grenze zu gehen. Wenn man jetzt vom aktuellen Dollar- und Euro-Kurs an jemanden ausgeht, dann wäre es wahrscheinlich identisch. Man versucht es aber noch ein bisschen niedriger zu halten. Ich schätze mal, dass sie vielleicht zu Weihnachten dann zu 89 Euro tendieren werden. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Das ist noch nicht die finalen Preise, die die MyFC-Leute dann eben halt kundgetan haben. Wir bleiben einfach dran und warten ab, wie das dann zu Weihnachten dann aussieht, bis die finalen Produkte dann im Markt erscheinen. Wenn ihr auf den Laufenden gehalten werden wollt über MyFC und andere mobile Produkte, dann besucht einfach immer curved.de oder folgt uns in den ganzen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook, Google+ und Twitter. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder hier in diesem Kanal mit weiteren MWC-Nachrichten und Videos hier von der Messe aus Barcelona. Mobile World Congress 2015 und Curved ist für euch vor Ort und berichtet live über alle aktuellen Gadgets, Tablets, Wearables, Smartphones, die die Unternehmen hier präsentieren. Also klickt auf unsere Themenseite auf curved.de und ansonsten natürlich findet ihr hier auch in diesem Kanal alle aktuellen Videos, die wir für euch hier einsammeln.